Hallo und willkommen zurück zu meinem Kanal. Ich bin gerade aufgestanden, war nochmal eben duschen, wie man sieht. Ja, das Wetter ist draußen auch echt nicht cool. Aber ja, ich mache mir gleich Frühstück, nachdem ich mich ein bisschen fertig gemacht habe. Dann muss ich mich nämlich auf ein Vorstellungsgespräch vorbereiten. Ja, und dann muss ich noch ein bisschen an dem PC und was raussuchen. Und dann, ja, mal schauen. Bis gleich. So, ich habe mich jetzt fertig gemacht. Ich bin jetzt in der Küche und mache mir Frühstück. Also eigentlich habe ich keine Küche. Mein Mann und ich sind nämlich hier frisch eingezogen und warten noch drauf. Was ich aber habe, ist ein Kühlschrank, ein Airfryer und so ein Kontaktgrill und meine geliebte Kaffeebar. Ja, also ich glaube, ich mache mir jetzt irgendwie in einem Waffelmaker so ein Käse-Omelette. Ja, mal schauen, was ich so finde im Kühlschrank. So sieht das jetzt aus. Ist recht viel geworden. Ich habe da noch ein bisschen Sesam drauf gemacht. Dazu gibt es einen Orangensaft und meine Medikamente muss ich nehmen. Also Medikamente ist gut. Das Magnesium, Vitamin D, Zink und Biotin. Ja, jetzt esse ich erstmal. Bis gleich. So, ich bin jetzt auch fertig mit Frühstücken. Hat auch richtig dolle satt gemacht. War doch ein bisschen viel. aber während ich am Handy war, habe ich noch was gefunden. Und zwar die App Too Good To Go. Da kann man quasi in der Umgebung stöbern, was es so an in der Umgebung sind dann mehrere. Die App die Lebensmittelverschwendung ein bisschen reduzieren. Und dann kann man sich da einfach anmelden und schauen, was es da so in der Umgebung gibt. Und dann kann man sich das Essen zu einem günstigeren Preis reservieren lassen. Und in Bremerhaven gibt es jetzt nicht so viel. Ich habe aber gesehen, dass die Nordsee was hat. Und dann konnte ich hier ein Hauptgericht für 3,50 € reservieren. Und da stand, dass es irgendwie ein Seelachsfilet oder sowas ist. Das muss ich heute Abend abholen und bin mal gespannt, ob das auch wirklich alles so klappt und ob es dann auch noch lecker schmeckt. Alter Schwede. Also ich zitter immer noch. Also und zwar sitze ich jetzt mittlerweile am PC, ich habe auch meine Nägel schon lackiert. Wollte jetzt nochmal in meinen Mails nachschauen, ob das Bewerbungsgespräch heute wirklich um 12 stattfindet oder ob ich das irgendwie verpenne oder so und sehe in meinen E-Mails, dass es um 10 anfängt. Und es ist 10:30 Uhr. Und ich dachte jetzt, ich hätte mein Bewerbungsgespräch verpasst, gucke dann nochmal an meinem Handy in den E-Mails und sehe 12 Uhr. Und dann weißt du, ja, 50-50 Chance. Entweder du hast jetzt komplett verkackt, Lina, oder du hast jetzt Glück gehabt. Ich habe dann aber nochmal angerufen bei der Dame und sie hat mir nochmal bestätigt, dass es um 12 ist. So, also ich habe jetzt ein bisschen was rausgesucht zum Unternehmen, habe mich ein bisschen auf diese typischen Fragen vorbereitet. Ich glaube, ich melde mich danach. Sonst, ich glaube, ich kann jetzt nicht reden, ich bin zu aufgeregt, aber.
Stay hydrated. So, in meinen Kaffee kommt jetzt noch mal ein bisschen Mandelmilch rein. Und dann mixe ich das nochmal mit ganz normaler Vollmilch. Und fertig ist mein Kaffee. So, ich setze mich jetzt erstmal hier hin mit meinem Kaffee. Das passt zu meinem Oberteil. ja, versuche jetzt ein bisschen zu entspannen, ein bisschen runterzukommen wieder. In 5 Stunden muss ich meine Too Good To Go Bestellung abholen. Dann nehme ich euch auch mit. Und eventuell gehe ich vorher nochmal in die Stadt und gucke mal so, was man so shoppen könnte. Ich möchte nämlich eigentlich meinen Schreibtisch ein bisschen schöner machen. Bisschen praktischer. So, ich habe mich jetzt auch eben umgezogen. Ich mag das gar nicht leiden, wenn ich Klamotten anhabe zu Hause, die so unbequem sind, weil es einfach Klamotten sind, die ich normalerweise draußen anziehen würde. Also zu Hause muss ich erstmal direkt immer eine gemütliche Hose, irgendwie eine Leggings oder sowas anziehen und ein gemütliches Oberteil. Meine Haare kommen dann auch mal meistens hoch. Und normalerweise würde ich mich auch abschminken. So, ich glaube, ich benutze jetzt nochmal mein Hula Hoop. Meistens mache ich das so vor dem Fernseher. Dann gucke ich mir nebenbei nochmal irgendwelche Videos an oder so, damit die Zeit irgendwie schneller vergeht. So, das war es jetzt auch wieder mit dem Hula Hoop. Ich glaube, das waren 15 Minuten. Das reicht dann auch für heute. Zu viel ist ja auch nicht gut. Aber auf jeden Fall habe ich jetzt nochmal in meine App geschaut. Sind jetzt, wow, immer noch 5 Stunden, 4 Minuten, 4 Stunden und 59 Minuten. Und das ist hier gleich um die Ecke, also brauche ich nicht mal großartig früher loslaufen. Aber ich glaube, ich gehe jetzt gleich wirklich nochmal in die Innenstadt und schau mal, was ich so für meinen Schreibtisch suchen kann. So, vielleicht finde ich hier ja was. So, ich bin jetzt wieder zurück zu Hause. Ich habe ein bisschen was eingekauft. Also kommt jetzt einfach spontan ein kleiner Mini-Haul. So, das ist jetzt eigentlich relativ unspektakulär, aber ich habe hier so eine Ablage gekauft, damit die ganzen Zettel auf meinem Tisch nicht so rumfliegen. Dann habe ich hier so Aufbewahrungskörbe geholt, damit ich da irgendwie mein ganzes Kabelzeugs und sowas verstauen kann. So. Dann habe ich hier einfach ein paar Fineliner gekauft. Dann habe ich hier so eine, wie nennt man das denn, so eine Stiftehalterung, Stiftebox, Tischbutler. Ja, also ich habe einen Tischbutler geholt. ja, genau. Dann habe ich hier so eine Magnetwand geholt und dazu dann halt noch, weil da nur ein Stift dabei war, noch so Whiteboard-Marker. Dann mache ich da irgendwie To-Do-Listen oder so drauf. Dann habe ich auch nochmal hier ein paar Magnete geholt. Ein Lineal, ich weiß auch nicht, wieso ich den geholt habe, aber ich glaube, das habe ich geholt, weil das farblich so gut dazu gepasst hatte. Und dann habe ich hier so eine Pinnwand, so zum Bilder aufhängen. Das kommt dann auch über meinen Schreibtisch. So, und das ist zurzeit irgendwie mein Büro, mein Homeoffice-Platz und mir gefällt das noch nicht so ganz, vor allem weil hier halt wirklich im Moment Chaos herrscht. Ich komme da einfach nicht zu, irgendwie sauber zu machen und ja, das Regal, das müsste ich jetzt irgendwie auch ein bisschen hübscher gestalten, das ist alles so durcheinander. Ja, das mache ich auf jeden Fall jetzt erstmal fertig und zeige euch gleich das Ergebnis. Hier habe ich einmal so meine Alben und mein Automotone, den ich nicht spielen kann. Dann habe ich hier einmal meine Kamera. Hier habe ich mein DJI und so Kabelzeugs. Und hier unten sind eigentlich nur noch wichtige Dokumente und sowas, die ich eigentlich behalten muss. Dann habe ich hier einmal meinen Snack für gleich.
hier so Schreibkram, da so Stifte und sowas. Da ist jetzt das, was ich jetzt vorhin geholt hatte, die Pinnwand, also diese, ja, das Whiteboard. Dann habe ich hier ein paar Bilder von mir und meinem Mann. Hier ist mein Urlaubscountdown. In 20 Tagen geht es nämlich los in die Türkei, wenn alles klappt. Dahinter haben wir noch einen Drucker. Hier sind, hier ist auch noch so Kabelzeugs, was ich so brauche, wenn ich am Arbeiten bin. Mein Diensthandy ist da auch drin. Hier ist mein Surface und das ist halt mein Dienst-PC. Der kommt aber dann auch demnächst weg. So, ich habe jetzt meine Bestellung abgeholt. Ich habe es ja auch schon gesehen, zum Teil. Und zwar ist da so ein ganz großer Salat drin. Ich laufe jetzt erstmal nach Hause und dann wird es ausgepackt. Ich bin jetzt zu Hause angekommen und ich mache jetzt die Box auf. Wow. Okay. So, was ist das denn hier? Irgendwie so Brot oder so, aber sieht auf jeden Fall gut aus. Ich mag aber keine Scampis, deshalb das, was mein Mann essen. So, also Fazit von Too Good To Go. Ich kann es auf jeden Fall weiterempfehlen. Ich finde es halt irgendwie auch krass, dass so eine große Portion einfach im Müll gelandet wäre. Genau, das war es jetzt eigentlich auch vom Vlog. Ich bin auch echt irgendwie kaputt. Meine Wangen sind auch noch so rot, weil ich nach Hause gehetzt bin. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr ein Daumen nach oben hinterlassen würdet und abonnieren würdet. Bis dann, tschüss!